schon alles? Wirklich? Die Ohren damit voll, welche zuerst rankommen soll. Hand zum Gruße, Freund. Ich freue mich über jeden fröhlichen Gesellen, der diesen herrlichen Tag genießt. Oh, ihr seht aber müde aus. Kommt, teilen wir uns doch eine Flasche Honigbräu mit. Ihr habt den lieblichen Honigbräu mit noch nie probiert? Dabei ist er doch der beste Met außerhalb von Sovngarde. Er ist so süß wie der Kuss einer holden Jungfer in sternenheller Nacht. Und er ist so stark, dass er selbst einen Frosttroll auf den Allerwertesten fallen lässt. Ha, ha! Aber genug geredet. Kommt! Wollt ihr nicht mit mir und meinen Gefährten trinken? Ha, nichts ist besser, als den Krug zu heben, um... Nun ja, die Stimmung zu heben. Prost! Ha. Mögen eure Abenteuer euch Ruhm und Reichtum bringen. Thank you.
Azura hat gesehen, dass ihr kommt, Reisender. Nicht die Neugier, sondern das Schicksal hat euch hierher geführt. Azura hat mir die Gabe der Vorhersehung verliehen. Schon lange vor eurer Geburt hatte ich eine Vision, wie ihr die Treppen zu diesem Altar hinaufsteigen werdet. Ihr wurdet auserwählt, ihr Champion zu sein. Ich weiß, dass ihr es nicht erwartet habt, aber sorgt euch nicht. Alles geschieht so, wie sie es vorhergesehen hat. Ihr müsst eine Festung aufsuchen, bedroht und doch unberührt vom Wasser. Dort findet ihr einen Elfenmagier, der den hellsten Stern schwarz wie die Nacht scheinen lassen kann. Es ist rätselhaft, ich weiß. Aber Azuras Zeichen sind immer richtig. Ich glaube, bei der Festung handelt es sich um Winterfeste. Fragt dort, ob sie diesen Elfenverzauberer kennen. Sie ist die Göttin der Morgen- und Abenddämmerung. Azura erblickt das Zwielicht der Zukunft und führt ihre Anhänger hindurch. Die Dunmeer, mein Volk, haben ihn erbaut. Wir flohen nach dem Ausbruch Fadenfels vor fast 200 Jahren aus Morrowind. Wer an Azura glaubte, sah eine Vision, die uns von der Insel führte und vor dem Schlimmsten bewahrte. Dieser Schrein ist unser Dank an sie. Niemand soll vergessen, dass sie über uns alle wacht. Ja, es gab noch andere, aber Azuras Visionen stellten ihren Glauben auf die Probe. Sie verschwanden nach und nach, weil sie Angst davor hatten, in ihre Zukunft zu blicken. Aber ich verlasse den Schrein nicht. Die Visionen sind ein Geschenk. Azura warnt mich vor Tragödien, Kriegen und Tod, bevor sie sich ereignen. Ich lasse mich weiter von ihr führen. Möge Azuras Magie euch beschützen.